Hallo zusammen, lange haben wir uns nicht mehr gesehen und ich dachte, ich mache einfach mal ein paar Videos wieder, weil mir so einige Ideen mal wieder gekommen sind und ich glaube, ich habe es mal in einem anderen Video mal angesprochen, dass ich über das Thema Backups sprechen möchte und darum geht es jetzt. Ja, und ich habe mir dafür heute eine ganz besondere Jacke angezogen und zwar eine echte Wrangler Jeans aus den 70er Jahren. Die gehört meinem Vater. Und das Ding ist an einigen Stellen gepflegt und man sieht, dass das Ding einfach eine Geschichte hat. Und man merkt auch, dass die Leute in den 70ern alle deutlich dünner waren als ich jetzt. Und es ist ein bisschen eng, ein bisschen nur. Ja, ich darf sie nicht zumachen. Geöffnet ist sie eigentlich ganz cool, oder was meint ihr? Wie dem auch sei, kommen wir mal zum Thema Backups. Also Backups ist so ein Thema, womit ich mich bis jetzt immer noch beschäftige tatsächlich und immer mal wieder was optimiere und so weiter und so fort. Aber viele haben mich auch gefragt, auch bei Insta, ey Patrick, wie machst du das eigentlich mit den Backups? Oder ey, mir ist eine Festplatte kaputt gegangen oder ey, meine Festplatte ist schon so alt und ich möchte es gerne absichern. Und hast du da Tipps für mich? Und ja, habe ich und die sind wirklich sehr, sehr gut. Und zwar habe ich das Ganze einige Jahre oder ich habe es jetzt schon ungefähr seit 2 Jahren laufen und es funktioniert ohne Probleme und ich habe auch sehr viel dran getüftelt und geschaut, welches Programm so das Beste ist und was so die besten Varianten sind. Und ich habe da einfach die perfekte Lösung, wenn ihr auch mit Kunden zusammenarbeitet. Auf jeden Fall kann die kostenlose Version auch eigentlich, soweit ich weiß, alles andere, was auch die bezahlte Version kann. Und wie mein ganzes Backup aufgebaut ist, zeige ich euch in einer ganz hochauflösenden und in einer wirklich sehr komplexen Zeichnung. Und zwar haben wir auf der einen Seite mein Laufwerk W, das heißt Work. Dort arbeite ich immer wirklich live an den Daten, mit denen ich arbeite, wie ich jetzt zum Beispiel eine Grafik für einen Kunden mache oder eine Webseite baue und dort die ganzen Assets und Bilder und Schriftarten etc. pp. Reinkommen. Das ist also meine Hauptfestplatte Work. Von dort aus geht das Ganze dann auf eine externe Festplatte von SanDisk, G Technology heißen die Dinger. Ich habe jetzt einfach die genommen, weil ich mit der NAS oder mit diesem RAID-System von denen auch super, super zufrieden bin. Dementsprechend habe ich das genommen. Ihr könnt aber auch irgendeine andere externe Festplatte nehmen und habe dann das im PureSync so eingestellt, dass von meiner W-Festplatte automatisch, wenn sich irgendetwas ändern sollte, das Ganze gespiegelt wird auf die externe Festplatte. Das ist schon mal Schritt 1. Somit habt ihr schon mal alles, was auf eurer Live-Festplatte ist, gespiegelt auf eurer anderen externen Festplatte. Das ist schon mal sehr gut. Somit habt ihr die nämlich schon mal doppelt und seid da auch schon mal etwas sicherer als vorher schon. Jetzt ist es aber so, sagen wir mal, ihr arbeitet mit Kunden zusammen und möchtet denen auch die gemachten Grafiken oder was auch immer, irgendwelche Entwürfe zur Verfügung stellen. Wie macht ihr das jetzt? Genau, die meisten gehen dann immer daher, machen Google Drive auf und dann gehen sie da auf die Webseite, dann erstellen sie einen Ordner, dann ziehen sie alles rein und dann geben sie den Ordner frei etc. pp. Ja, ihr kennt diesen ganzen Aufwand und ich habe es so gemacht, weil mir das auch einfach viel zu viel Aufwand war und ich dachte, eigentlich möchte ich alles gerne noch so auf so einer Cloud haben. Denn was ist, wenn mal irgendwas passieren sollte? Irgendwas fängt an zu brennen, keine Ahnung, whatever, also wirklich Worst Case. Wo sind dann meine Steuerdaten? Wo sind dann die anderen Sachen? Man denkt wahrscheinlich dann nicht immer so daran, die Festplatte unter den Arm zu greifen und loszurennen. Dementsprechend arbeite ich da mit Google Drive zusammen, beziehungsweise zusammen, also ich arbeite mit Google Drive und nutze das Desktop, die Desktop-Software von Google Drive, die auch wie eine Art Synchronisierungssoftware funktioniert. Das heißt, ihr könnt euch festgelegte Ordner von einer Festplatte anhaken und könnt sagen, okay, diese Ordner möchte ich auch auf Google Drive haben. Somit habe ich dann über eine Nacht ungefähr 600 GB hochgeladen und alles, was jetzt auf der externen Festplatte ist, auch auf Google Drive. Und das Coolste an der Software ist, dass ihr die ganzen Dateien auch einfach so freigeben könnt, ohne auf die Google Drive-Seite zu gehen. Also ihr geht auf die Datei auf eurer externen Festplatte, Rechtsklick drauf, freigeben und für alle freigeben und was auch immer. Ihr könnt auch die ganzen Rechte einstellen und könnt dann diesen Link sofort eurem Kunden zuschicken und er kann darauf zugreifen, ohne dass ihr vorher in euren Browser gehen müsst und das da alles einstellen müsst. Ja, und somit habt ihr einen kompletten Backup-Automatismus auch dabei, was ich mega geil finde. Bei mir ist es jetzt so, ich habe meine Live-Festplatte, PureSync merkt das, dass eine Datei dort drauf ist, die er noch nicht auf der externen Festplatte hat, holt sich die Datei, legt diese auf die externe Festplatte,
Dann kommt Google daher und sagt, oh, ey, hier ist auch eine neue Datei, die habe ich bei mir auch noch nicht, die hole ich mir, nimmt sich die und lädt die automatisch in die Cloud hoch. Und das geht vollautomatisiert. Man kann auch einstellen, in welchem Zeitrahmen das passieren soll, zum Beispiel alle 30 Sekunden, alle 5 Minuten, alle 10 Minuten oder auch, wenn gerade eine neue da ist. Davon würde ich aber eher abraten, weil oft ist es so, bei großen Photoshop-Dateien zum Beispiel, legt er zwar die Datei schon an, die ist aber noch nicht fertig gespeichert, aber trotzdem merkt schon das Programm, oh, da ist eine neue Datei, ich hole sie mir und dann ist es nur eine zwischengespeicherte Datei. Also lasst dem so ein bisschen Zeit, sagt, ey, pass auf, alle 5 Minuten guck mal drüber, ob es was Neues gibt und hol's dir und dann läuft das Ganze ja, automatisiert durch. Natürlich gibt es noch Varianten wie ein NAS-System, einen Server habe ich auch schon gehabt, NAS-System habe ich auch schon gehabt, hatte ich alles schon, aber ich fand NAS war sehr langsam für meinen Geschmack, weil ich auch davon gerne mal arbeite und auch mir mal Dateien dort von dort lade oder rüberziehe etc. Und da war mir eine NAS eigentlich tatsächlich zu langsam und auch zu teuer. Und ich hatte teilweise auch sogar einen Server hier. Der hat aber genau das gleiche gemacht wie die externe Festplatte. Hat nur mehr Strom gefressen. Deswegen wirklich externe Festplatte am Rechner dran. Und damit seid ihr wirklich ja, total abgesichert. So, das war mein Video zum Thema Backups. Viele haben nachgefragt, es hat lang gedauert, ich weiß. Aber ich habe den Prozess auch immer mal wieder kontinuierlich verbessert. Und so läuft es für mich tatsächlich am besten. Und ich bin mir zu 1000% sicher, das wird einigen von euch sehr, sehr gut weiterhelfen. Ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Schaut euch mal meine anderen Videos an und lasst mal ein Like da, einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich sage bis dahin und tschüss.